Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum aktuellen Neu-1-Journal und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Beginnen wollen wir die Sendung mit einer feierlichen Enthüllung. Das Denkmal des berühmten Philosophen Karl Marx hat in Neubrandenburg nach langer Diskussion nun endlich einen festen Standort gefunden. Am 29. November stand im Neubrandenburger Ratssaal einmal mehr Karl Marx im Mittelpunkt, beziehungsweise sein Denkmal. Nun ist 2018 ein Marx-Jahr. Der 5. Mai war der 200. Geburtstag des unbestritten bedeutenden deutschen Philosophen und Vordenkers. Aber wer hätte gedacht, dass sein in DDR-Tagen am nach ihm benannten Marktplatz aufgestelltes Abbild so ein großes Thema werden würde? Das Karl-Marx-Denkmal lag durch Umgestaltung und Umbau an Markt und HKB seit Jahren im Depot. Und seine Wiederaufstellung sollte so manches Gemüt erhitzen. Der Marktplatz trägt nicht mehr seinen Namen und nicht jeder will die ideologisch aufgeladene Figur ohne weiteres in Ehren halten. Fachlich und künstlerisch unterstützt regte Oberbürgermeister Silvio Witt schließlich eine liegende Wiederaufstellung an. Ein Paukenschlag mit viel lokalem und überregionalem Echo jeglicher Couleur. Die Idee sollte zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Mission erfüllt, obwohl es nur bei der Idee blieb. Letztlich konnte sich auf einen neuen Vorschlag geeinigt werden. Dieser fand dann auch seine Umsetzung. Am Friedrich-Engels-Ring mit Blick auf den Schwanenteich hat das Karl-Marx-Denkmal seinen neuen Aufstellungsort gefunden. Stadtpräsidentin Irina Palo ordnete in ihrer Rede zur Wiederaufstellung auf der einen Seite Karl Marx und sein Erbe ein, auf der anderen Seite aber auch den Werdegang seines Denkmals in Neubrandenburg. Enthüllen durfte den Bronzeguss Marx Norbert Brandenburg von der Neuwoges, der sich während der Depotlagerung um das Denkmal kümmerte. Für ihn eine rein technische, gänzlich unideologische Aufgabe, wie er betonte. Wieder aufgestellt an neuem Ort. Ob es die beste Lösung ist, ließe sich heute schlecht einschätzen, so der Oberbürgermeister. In jedem Fall könne man in Neubrandenburg Marx nicht unbelastet ehren. Ich finde, Karl Marx wurde 1969 in Neubrandenburg aufgestellt, weil er die Grundlage oder seine Theorien die Grundlage für das System, was in der DDR gelebt wurde, darstellte. Er wurde nicht aufgestellt, weil er ein Sohn der Stadt ist oder insbesondere hier in Neubrandenburg gewirkt hat. Und deswegen muss man schon unterscheiden, ob ein Denkmal in Neubrandenburg aufgestellt wird, also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, oder in Trier, seiner Geburtsstadt. Das macht für mich einen großen Unterschied. Wer ihn ehren will, ehrt ihn. Wer Karl Marx ignorieren will, kann auch das. Dieses Denkmal ist ein Stück Neubrandenburger Stadtgeschichte und wird es auch bleiben. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Am 26. November wurde die 17. Auflage des Weberglockenmarktes in Neubrandenburg offiziell eingeläutet, ganz traditionell mit 17 Glockenschlägen. Wie immer gibt es Gewohntes, Neues und Liebgewordenes zu entdecken. Die Bilder von der Eröffnung möchte ich Ihnen an dieser Stelle nicht länger vorenthalten.
Vor dem offiziellen Start, noch mit unbeleuchteter Webertanne, fand doch eine große Schar Publikum am Eröffnungstag vor die Weberbühne auf den frisch aufgebauten Weberglockenmarkt. Bläserklänge stimmten bewährt weihnachtlich ein, bevor dann Weber Matthias Gerling und Oberbürgermeister Silvio Witt die eigentlichen Stars des Abends auf die Bühne holten. Und die Kinder der Kita Windmühle freuen sich nicht nur auf buntes Markttreiben zu Weihnachten, sondern auch auf passendes Wetter. Einer fehlte noch in der Runde. Na klar, der Weihnachtsmann. Er und sein Rentierschlitten verspäteten sich etwas. Die Neubrandenburger Straßensituation hatte den gutmütigen Bartträger leicht verwirrt. Ich kam aus dem Süden in Neubrandenburg rein. Da ging es über einen schönen Berg runter. Das war leicht für die Rentiere. Und nun ist da ein Ungeheuer an Straße gebaut worden. Die Rentiere sind kaum um die Kurve gekommen. Oh, 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 oh. Also in Neubrandenburg ist ja was los. Was habt ihr denn da gemacht? Also Weihnachtsmann, wir haben gerade gedacht, für dich wäre das was. Das ist nur eine Startrampe extra für dich, für deine Rentiere. Mit Anlauf kommst du da bis in die Innenstadt. Ja. Nachdem nun der kleine Windmühlenchor nach einer weiteren Darbietung verdient beschenkt und bejubelt wurde, stand das wichtigste Ritual der Eröffnung auf dem Programm. Genau 17 Schläge auf der Weberglocke brachten die 2018er Weber Tanne zu Licht und Glanz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bis zum 22. Dezember ist nun Weberglockenmarkt-Saison und in der Neubrandenburger Innenstadt wieder alles zu finden, was das adventsgestimmte Herz begehrt. Kunsthandwerk, Schlemmerangebote, Karussells und Bühnenprogramme. Dieses Leuchttier gesellt sich in diesem Jahr erstmals in die Deko und sucht übrigens noch einen passenden Namen. Der Weberglockenmarkt hat übrigens täglich geöffnet von 10 bis 20 und am Wochenende sogar bis 21 Uhr. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Frauen zahlen für alle Waschprogramme 10% weniger. Renninger. Alles für Ihr Auto. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, 5-mal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu1.
Die Kunstsammlung Neubrandenburg ist um eine dauerhafte Ausstellung erweitert worden. Das Brandzimmer, eine Rauminstallation von Simon Schubert, die auf beeindruckende Art und Weise den Verlust von Neubrandenburger Kulturgut während der Kampfhandlungen im April 1945 präsentiert. Wir waren auch dort zur Eröffnung eingeladen und möchten Ihnen jetzt im folgenden Beitrag einen kleinen Einblick gewähren. 2006 tauchten bei Bauarbeiten am Neubrandenburger Marktplatz überraschend Bruchstücke verloren geglaubter Kunstschätze wieder auf. Was da aus der Erde befördert und in mühevoller Kleinarbeit zum Teil wieder zusammengesetzt und restauriert werden konnte, ist seit 2014 in der Kunstsammlung Neubrandenburg ausgestellt. Einst standen die Bronzen und Keramiken mit weiteren Kunstwerten als Teil der städtischen Kunstsammlung im Herzöglichen Palais am Markt. 1945 versank dieses mit einem großen Teil der Neubrandenburger Innenstadt in Schutt und Asche. Hinter dieser Tür in der Kunstsammlung Neubrandenburg ist diesem tiefen Einschnitt in der Stadtgeschichte jetzt ein Raum gewidmet. Am 23. November wurde dieser offiziell eröffnet. Künstler Simon Schubert hat mit dem Brandzimmer neue Aufmerksamkeit und Erinnerung geschaffen. Eine dauerhafte Installation zeigt Zeugnisse der einstigen Kunstsammlung, zugleich anschauliche Zeugen ihres Untergangs. In der Mitte des Raums nährt eine Skulptur die Hoffnung, dass aus aller Zerstörung auch Neues entstehen kann. Ein Guss, der aus Abformungen gefundener Porzellanfragmente gestaltet wurde. Aus was Altem was Neues zu schaffen, auf die Geschichte Bezug zu nehmen, das ist ein Teil meiner Arbeit. Das fand ich sehr spannend, hier die Geschichte der Kunstsammlung aufzunehmen und daraus eine neue Arbeit zu machen, eine Kombination zu den Porzellanscherbenresten, eine Rauminstallation zu schaffen. Und ja, es ist schön, dass daraus jetzt eine neue Arbeit entstanden ist. Der Viertore-Stadt wurde durch diese sichtbaren Spuren ihrer Vergangenheit auch ein Stück Identität zurückgegeben. Allein Augenzeugenberichte lassen hoffen, dass vielleicht weitere Kunstschätze, Gemälde oder Plastiken noch vor Kriegsende in Sicherheit gebracht wurden und doch eines Tages ihren Weg zurückfinden werden in die Kunstsammlung Neubrandenburg. Bis zum offiziellen Winteranfang sind noch ein paar Wochen Zeit. Ob sich die Temperaturen daran halten oder uns frostige Tage bevorstehen, verrät uns jetzt ein Blick aufs aktuelle Wetter. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Thank you.
Und mit den Veranstaltungstipps geht diese Sendung auch schon wieder zu Ende. Gleich im Anschluss erwartet Sie noch eine neue Ausgabe Faktor Wirtschaft TV mit Beiträgen aus dem IHK-Bereich östliches Mecklenburg-Vorpommern. Ab nächsten Freitag führt Sie hier an dieser Stelle wieder mein Kollege Stefan durch die Sendung. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche Ihnen wie immer eine gute Zeit.